Willkommen zur Opening Bell, liebe Zuschauer. Es ist Mittwoch, das heißt, der neue Aktionär wird in diesen Momenten fertiggestellt. Deswegen ist auch der Kollege Martin Weiß heute nicht da und ich präsentiere die Sendung an seiner Stadt. Heute Abend, 22 Uhr, wird der Aktionär dann als E-Paper erscheinen. Dieses Magazin hier, das wird es auch heute Abend ab 22 Uhr geben, die neue Ausgabe von Einfach Börse. Ich habe sie schon in den Händen, aber heute Abend dann auch als E-Paper erhältlich und am Freitag dann auch im Zeitschriftenhandel. Hier auf dem Cover ja Anliegen wie Milliardäre, hier Oprah Winfrey, Elon Musk und Co. Und von hier wunderbar angezogenen Menschen zu einer weiteren wunderbar angezogenen Dame nehme ich einfach mal an. Ich habe sie noch gar nicht vor der Sendung gesehen. Franziska Schimke in Frankfurt steht schon für uns bereit. Hallo Franzi. Heute Fett-Leitzinsentscheidung. Heute nicht im Smoking. Ja, warum eigentlich? Also ich, du auch nicht. Ich auch nicht. Ja, nee. Wir könnten eigentlich mal irgendwie so einen Motto-Tag machen. Irgendwie freitags casual, das machen ja alle irgendwie, aber so einen Schick-Tag, wo man sich dann so richtig, richtig ordentlich und schick anzieht. Den Business Monday. Das vielleicht mal anregen. Ja. Ja, zum Beispiel. Wäre doch irgendwie ganz spannend. Aber zum Glück ist ja heute Mittwoch. Und von daher sind wir raus mit irgendwelchen Motto-Geschichten. Aber so ein bisschen sind wir ja Motto, weil also das, was ich gerade gesehen habe, du trägst auch so ein dezentes Grün, Olivgrün. Das ist auch das, was ich anhabe. Passt zum Markt. Der ist sattgrün heute hier unterwegs. Haben wir uns aber auch verdient. Dieser Kurssturz am Montag, der war schon richtig heftig. Und gestern dann schon der Ansatz zu einer Erholung. Und diese Erholung macht man heute weiter. Und somit schafft es der DAX sogar über die 15.500-Punkte-Marke, auch jetzt gerade. 15.502. Ich rede jetzt ganz schnell, damit es nicht gleich wieder vorbei ist. Der aktuelle Stand. Und das bedeutet ein Plus von 2,5% oder aber 378 Punkte. So, bitte ganz schnell wieder ausblenden, liebe Regie. Nicht, dass wir jetzt darunter rauschen und dann irgendwie wieder entsetzt sind oder traurig sind. Also, wir haben die 15.500-Punkte-Marke, das halten wir jetzt so fest. Wir sehen hier ganz klar eine absolute Gegenbewegung. Allerdings haben wir ja noch gar keine Neuigkeiten von der Fed. Aber das ist das beherrschende Thema, die Fed-Leitzinsentscheidung und Jerome Powell. Und das ist vielleicht das noch Interessantere. Der wird heute dann nach der Fed-Entscheidung eine Pressekonferenz geben. Und da heißt es, noch wichtiger als die Zinswende selbst sind für den Markt die Hinweise auf das Tempo der Straffung der Geldpolitik in den USA. Viel, viel Negatives ist bereits jetzt in den Markt hier eingepreist. Das haben wir gesehen. Kaufwillige, die gibt es ab einem niedrigeren Niveau. Ja, und jetzt harren wir der Dinge, die da kommen, aber mit eben ganz viel positiv heute hier. Und weil so viel positiv ist, haben wir 39 DAX-Werte im grünen Bereich unterwegs. Covestro gehört heute dazu, einmal mehr Siemens Energy. Die hatten ja mächtig nach der Gewinnwarnung abgeben müssen. Jetzt sieht man da weiter die Gegenbewegung. Bei Airbus, da gibt es gute Neuigkeiten. Das Geschäft mit Hubschraubern ist 2021 wieder ein ganz gutes Stück vorangekommen. Aber auch Infineon gehört zu den Top-Werten. Und jetzt haben wir 39 Werte im positiven Bereich. Und ich schreibe mir nicht wie gewohnt die Top 5 auf, sondern nur die Top 4. Und naja, was ist nichts. Denn der eine Wert, E.ON. Der nicht im positiven Bereich notiert? E.ON. E.ON. Hm. E.ON ist es. Und zwar 0,3% geht es da nach unten. Heute mal nur 4 Gewinner anstatt 5. Macht gar nichts, macht gar nichts. Dafür war alles andere grün. Und wir sind sehr gespannt auf die Fed-Entscheidung. Wir Dankeschön. Merken uns grün und 15.500. Perfekt. Gemerkt. Für den Moment. Dankeschön. Wir schauen mal auf die Impulse, die es jetzt gleich von der Wall Street geben könnte. Auch da die vorherrschende Farbe ist grün. Tatsächlich, der Dow Future 1,14% wird eher im positiven Bereich erwartet. 1,5% der S&P Future und 2,3% der Nasdaq Future. Also die Tech-Werte geben da vorbörslich am deutlichsten Gas. Wir sind mitten in der Bilanzsaison. Wir blicken natürlich jetzt auch gleich im Laufe der Sendung auf einige Bilanzen, die vorgelegt wurden. Hier sehen wir erstmal, was auch noch im Laufe der Woche uns erwartet. Heute nachbörslich gibt es beispielsweise die Bilanzen von Tesla oder Intel. Wird also nochmal richtig spannend. Morgen dann Mastercard ist am Start. McDonald's abends dann wiederum nachbörslich. Apple, Robinhood oder Visa. Freitag dann Caterpillar, eins der Top-Werte, einer der Top-Werte im Dow bisher in diesem Jahr. Und was wir hier auch noch sehen, heute vorbörslich haben Boeing und AT&T schon Zahlen vorgelegt. Auf die werden wir jetzt gleich im weiteren Verlauf der Sendung blicken. Vorher wollen wir aber auf ein IPO quasi zu sprechen kommen. Und zwar von der Tochter von Jinko Solar. Das ist nämlich sehr, sehr, sehr gut gelaufen. Und deswegen reagiert diese Aktie hier auch äußerst positiv mit einem Gewinnsprung. Also die Tochter von Jinko Solar hat ihren ersten Handelstag an der Börse in China hinter sich.
Es gab einen Aufschlag von satten 111% auf den IPO-Preis. Das war das erfolgreichste IPO auf dem chinesischen Festland seit Oktober 2020. Jinko Solar hat rund 20% der Aktien der Tochter angeboten, hält aber selber noch 58,6% an der Firma. Und insgesamt kommt die Tochter jetzt nach dem IPO auf eine Marktkapitalisierung von 17,5 Milliarden Dollar. Der Aktionär hat sich die Aktie von Jinko Solar mal ganz genau angeschaut. Es ist ja grundsätzlich so, dass es gibt mehrere China-Werte, wie auch Trina Solar, die besser bewertet werden auf dem chinesischen Festland, also die Aktie, als in den USA. Bei Jinko Solar ist die Diskrepanz schon sehr gewaltig und deswegen hat die Aktie laut Ansicht des Aktionärs deutliches Nachholpotenzial. Zuletzt hat sie sich ja seitwärts orientiert, wäre jetzt fast nach unten ausgebrochen. Man ist jetzt aber wieder in diese Seitwärts-Range zurückgekehrt, kämpft quasi um die 200-Tage-Linie, um unseren gleitenden Durchschnitt. Und wenn der nachhaltig überwunden werden könnte, dann stünde hier ein Kaufsignal an. Schauen wir auf Texas Instruments an dieser Stelle, denn da gab es gestern schon Zahlen, auch nachbörslich wurden die vorgelegt. Die waren stark und außerdem hat man auch noch Optimismus verbreitet. Schauen wir erstmal auf die Zahlen. Also im abgelaufenen Quartal konnte der Umsatz um 19% gesteigert werden, vor allem aufgrund der starken Nachfrage von der Industrie und von Autobauern. Und auch der Gewinn wurde ordentlich gesteigert, unter dem Strich um 27%. Und man lag sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz über den Erwartungen der Experten im Vorfeld. Und dann hat man, wie gerade erwähnt, auch noch so einen optimistischen Blick in die Zukunft geworfen. Beim Umsatz erwartet man jetzt im laufenden Quartal, dass dieser bei 4,5 bis 4,9 Milliarden Dollar liegen dürfte. Zuvor waren Analysten nur von 4,41 Milliarden ausgegangen und auch der Gewinn je Aktie wird höher erwartet als von Analysten im Vorfeld. Die Aktie steigt ordentlich, die Anleger sind also offenbar begeistert vom Zahlenwerk. Wir sehen hier den Euro-Chart, da geht es um über 4% nach oben, aber auch vorbörslich in den USA sieht es sehr, sehr gut aus. Dieser Dip, den wir hier zuletzt gesehen haben, der wurde schon zu großen Teilen wieder aufgeholt. Die 200-Tage-Linie rückt wieder in den Fokus und vielleicht kann man dann in diesen kleinen Aufwärtstrend in Kürze zurückkehren. Infineon hat von der Zahlenvorlage von Texas Instruments heute auch profitiert. Wir schauen uns mal Texas und Infineon im Vergleich an. Auf Sicht eines Jahres, wie sich die beiden Werte geschlagen haben, prozentual. Texas Instruments hat auf Sicht eines Jahres eine Performance von knapp 14% erzielen können und Infineon hier in Gelb immerhin auf Jahressicht oder auf 12-Monats-Sicht ein Plus von 7,7%. Tesla. Ja, Elon Musk ist auf der neuen Einfachbörse und heute Abend wird er auch die Zahlen vorlegen fürs vergangene vierte Quartal von Tesla. Was wird erwartet? Schauen wir mal auf die Analysten, die sagen oder die rechnen im Durchschnitt mit einem Umsatz von 16,9 Milliarden Dollar und das bereinigte Ergebnis je Aktie dürfte bei 2,46 Dollar liegen. Warum sind die Analysten sehr optimistisch? Wenn wir uns zurückerinnern zu Beginn des Monats, da wurden ja die Auslieferungszahlen fürs vierte Quartal schon vorgelegt und da hat man ja Rekorde einfahren können. Neben den Zahlen wird heute Abend auch ein Update zur Produktpalette von Tesla geben. Das hat der Chef Elon Musk vor kurzem getwittert. Es wird angenommen, das hat er nicht getwittert, aber es wird angenommen, dass es eben hier ein Update zum Cybertruck und zum Semi-Truck geben könnte. Bis vor kurzem ist man ja auch noch davon ausgegangen, oder eigentlich geht man immer noch davon aus, dass der Cybertruck im zweiten Halbjahr 2022 dann ausgeliefert werden kann. Es mehren sich aber mittlerweile die Stimmen, dass es heißt, eventuell wird es hier Verzögerungen geben und der Rollout dürfte dann erst im ersten Quartal 2023 beginnen. Eventuell bekommen wir dann eben heute Abend genau dazu neue Infos. Was sagt der Aktionär zur Tesla-Aktie? Günstig sieht anders aus, also der Börsenwert liegt bei knapp 1 Billion, auch nach diesem zuletzt starken Rücksetzer. Also sehr, sehr sportlich bewertet. Aber es gibt auch so ein paar Faktoren, die die Aktie in diesem Jahr beflügeln könnten. Beispielsweise das Thema autonome Fahren könnte für Impulse sorgen, die Software-Abos oder auch die Inbetriebnahme der neuen Werke. Texas und hier Grünheide bei Berlin steht ja an, da die Eröffnung. Von dem her könnte von der Seite dann doch neue positive Impulse kommen und die Aktie beflügeln.
Beflügelt wird heute die Microsoft-Aktie von Zahlen, die gestern nachbörslich vorgelegt wurden. Der Kollege Martin Weiß ist auf das Zahlenwerk in Märkte am Morgen schon mal eingegangen. Aber wer es verpasst hat, schauen wir uns das Ganze noch mal an. Es geht ums zweite Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres von Microsoft. Man hat mehr verdient als erwartet, vor allem dank des starken Cloud-Geschäfts. Aber in einer ersten Reaktion hat die Aktie nachbörslich in den USA recht deutlich nachgegeben. Rund 5%. Das hat sich aber mittlerweile geändert, vorbörslich in den USA und auch hier in Euro sehen wir ein dickes Plus mittlerweile bei dem Wert. Aber die erste Reaktion war vor allem deshalb verhalten, weil einige Investoren mit einem noch stärkeren Wachstum im Cloud-Bereich gerechnet hatten. Aber dann gab es eine Analysten-Telefonkonferenz mit der Finanzchefin Amy Hood und da hat sie von einem höheren Wachstumstempo im jetzt laufenden Quartal gesprochen. Das hat die Anleger dann wieder positiv gestimmt und wie gesagt, hier sehen wir die Aktie in Euro. Ordentliches Plus von 5%. Man ist ziemlich genau. Der Rücksetzer ging bis zur 200-Tage-Linie. Jetzt ist sie wieder nach oben gedreht. Das ist ein gutes Zeichen, dass man da nicht drunter gerutscht ist. Also sieht nicht schlecht aus. Und die Zahlen, wie gesagt, werden sehr gut aufgenommen im Moment. AT&T haben ebenfalls Zahlen vorgelegt heute. Auch da wollen wir noch mal drauf blicken. Man hat die Schätzungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertreffen können. Vor allem dank der Streaming-Plattformen HBO und HBO Max. Die haben sogar den Rückgang bei den Abonnenten im Mobilfunkgeschäft mehr als ausgleichen können. Denn insgesamt bei HBO und HBO Max konnten 4,4 Millionen neue Abonnenten hinzugewonnen werden. Dank Filmen wie Dune oder The Matrix und dank der neuen Staffel der Serie Succession kam besonders gut an. Die Anleger feiern es. Wir sehen hier auch den Eurokurs über 3%, die Aktie im Plus. 200-Tage-Linie erfolgreich verteidigt. Nachdem man lange Zeit darunter notiert hatte, hat sich ohnehin schon zuletzt nach oben absetzen können. Nach diesem Dip zu Beginn oder Ende des letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, ging es nach oben. Jetzt heute ordentliche Reaktion, ordentlich positive Reaktion auf die Zahlenvorlage. Und positiv wird auch die Bilanz von E.ON. Nicht von E.ON, das ist der einzige DAX-Wert mit Minusvorzeichen, hat uns der Franzi am Anfang verraten, von Boeing aufgenommen. Boeing muss eigentlich 3,5 Milliarden Dollar abschreiben. Also nicht eigentlich, man muss sie abschreiben für die 787 Dreamliner, denn aufgrund von Produktionsproblemen, da konnte man in den letzten 15 Monaten diese Flugzeuge nicht an die Fluggesellschaften ausliefern, deswegen die Abschreibungen. Aber es gab auch was Positives zu vermelden. Man hat im vierten Quartal wieder einen positiven Cashflow erwirtschaften können. Und damit gelang das früher, als man es eigentlich erwartet hatte. Der Grund war hier ein sprunghafter Anstieg der Auslieferungen für das Flugzeug 737 MAX. Denn die Aufsichtsbehörden hatten im vergangenen Jahr ja das Verbot für diese Flugzeuge zurückgenommen. Wenn wir uns zurückerinnern, es gab dieses Verbot, weil es zwei tödliche Unfälle mit den Fliegern gab. Lange Zeit war es dann verboten. Also dass diese Flieger abheben, mittlerweile ist es wieder erlaubt und das hat dann zum Anstieg der Auslieferungen hier geführt. Insgesamt aber das vergangene Jahr hat man mit einem Verlust, mit dem dritten Jahresverlust in Folge beenden müssen. Die Pandemie und Produktionsprobleme werden hier als Hauptgrund dafür genannt, aber die Anleger fokussieren sich hier auf die positiven Meldungen. Wir sehen die Boeing-Aktie auch hier ordentlich im Plus, 3,2% geht es nach oben, Eurochart. Sehr hohe Volatilität des Wertes in den letzten Monaten, also tatsächlich schon seit Ende, also seit ungefähr einem Jahr geht es hier sehr volatil zu bei dem Wert, aber aktuell heute ein ordentliches Plus bei Boeing. Das war's mit der Opening Bell für heute. Ich glaube, ich werde jetzt hier die Erfolgsformel von Elon Musk und Co. reinziehen und wir sehen uns im weiteren Programm von der Aktionär TV an anderer Stelle wieder. Würde mich zumindest freuen. Bis dahin, macht's gut.